ist 5 Uhr, ich habe schon gefrühstückt, einen Kaffee getrunken und jetzt geht's endlich gleich los in Richtung Pyrenäen. Es ist 5.30 Uhr jetzt, wir sind losgefahren, die ersten Meter hier, es sieht schon wieder bombastisch aus. So früh losfahren hat einfach immer wieder was, schaut euch an, wie der Nebel hier so hängt. 7, 6 Grad jetzt hier oben, es ist wirklich kalt, wir haben uns eigentlich auf super heißes Pyrenäen-Spanien-Wetter eingestellt. Ich habe mir jetzt noch schnell meine Regenjacke hier rausgekramt, weil es doch einfach frisch ist. Und wir haben jetzt nur noch läppige 1422 Kilometer laut Kalimoto hier auf dem Plan. Ob wir es jetzt an einem Tag heute schaffen, ist noch nicht ganz klar. Werden wir sehen. Wir machen es entspannt angehen. Aber wäre natürlich irgendwie cool. Mal sehen, ob wir heute Abend am Atlantik sind. Unsere Reise in die Pyrenäen startete Mitte Juli in Gießen. Zuerst nutzten wir die deutsche Autobahn, um ein paar zügige Meter zu machen. Kurz vor der Schweizer Grenze, südlich von Freiburg, ging es dann aber auf die gebührenpflichtige französische Autobahn in Richtung Bordeaux. Wir fahren wieder mit unserem Bip and Go Mautding. Und ja, manchmal ist es schon ein bisschen scary, man steht an der Schranke und es geht irgendwie erst nicht auf und dann geht es irgendwie doch auf und immer ein bisschen heikel, obwohl es echt eine mega Erleichterung ist, weil man einfach halt keine Karte rausholen muss, keinen Handschuh außen anziehen, einfach durchfährt. Mehr als 1200 Kilometer sind wir heute gefahren, über, jetzt haben wir es 7:30, wann sind wir los, gegen 5:30? 12, 13, 14 Stunden ungefähr sind wir unterwegs. Nahezu keine Pause gemacht, bis auf ein paar Tankstops und was gefuttert, zwischendurch ganz kurz. Aber es war wirklich pain in the ass. Und wir sind so froh, wenn wir jetzt gleich ein Stück östlich von Bordeaux in unserem Hotel angekommen sind. Wir haben es fast bis an den Atlantik geschafft. Morgen noch ein kleines Stück bis in die Pyrenäen. Aber wir haben uns quasi den ganzen Fahrtag durch diese Mammutaktion heute gespart, den wir dann schön auf die Berge oder auch auf die Rückfahrt aufteilen noch können. Und von daher hat sich das echt gelohnt. Ich muss auch sagen, vom Klima her war es echt okay. Es hätte noch deutlich wärmer sein können. Wir hatten da, glaube ich, einen ganz guten Tag jetzt erwischt und sind aber trotzdem froh, wenn wir jetzt dann irgendwann am Ziel sind. Noch ungefähr 15 Kilometer jetzt steht hier drauf bis zum Hotel. Dann was trinken, duschen, essen und eine Runde schlafen. Morgen geht's dann in die Pyrenäen. So, irgendwo hier ist gleich unser Hotel. Ganz vorne an dem Fluss hier, was immer das auch für ein Fluss ist. Hier sieht es auch schon ein bisschen besser aus. Sah gerade ziemlich ausgestorben aus, die Stadt, wo wir reingefahren sind. Aber hier, ja, ich bin gespannt. Das hier, was? Wunderbar. Und wir haben es geschafft. 1255 Kilometer. Ah. Wir sind jetzt in Libournais angekommen, hier an einem wunderschönen Fluss. Keine Ahnung, welcher Fluss das ist. Haben wir ein Leckerchen gegönnt und gehen dann auch noch was essen. Und das tut gerade richtig gut, oder? Thank you.
die Pyrenäen vom Mittelmeer in Richtung Atlantik durchqueren wollten, haben wir uns final doch für die entgegengesetzte Richtung entschlossen. Das hat den Vorteil, dass wir zum einen vom wilderen und kühleren Atlantik zum hoffentlich wärmeren und mediterranen Mittelmeer fahren werden und zum anderen haben wir dann die Option, je nachdem, wie wir vorankommen, entweder einen Off-Tag im Süden oder eine spannende Rückfahrt über die Westalpen zu unternehmen. Wer mich kennt, weiß wahrscheinlich, für welche der beiden Optionen wir uns letztlich entschieden haben. Dazu aber später mehr. Nachdem wir gestern die letzten 100 Kilometer ungefähr ja dann doch nicht mehr gefahren sind, weil wir einfach auch noch was essen wollten und ja, die Zeit saß uns da wieder leider etwas im Nacken, geht es heute noch ein ganz kleines Stück Autobahn vorbei an Bordeaux und natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, auch einen Blick auf den Atlantik zu werfen. Vom Atlantik startet unsere eigentliche Tour in die Pyrenäen. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt den Atlantik hier so vom Festland aus gesehen habe. Ich kenne das sonst nur von den Kanarischen Inseln. Wir fahren jetzt noch ein schönes Stück hier über Land, werden jetzt nicht mehr auf die Autobahn fahren, sondern endlich Kurven sehen. Und man konnte hier oben schon, ich weiß gar nicht, ob man das in den Drohnenbildern schon gesehen hat, aber man konnte schon die Pyrenäen sehen, die Gipfel. Und da geht's jetzt hin. Jetzt sind wir da noch mal ein ganz kleines Stück auf die Autobahn geroutet worden. Aber schaut mal hier vorne, könnt ihr das sehen? Da vorne geht's los, das sind die Berge. Und wir haben so Bock, dass wir mussten die ganze Zeit durch so einen Ferienort da noch durchfahren. In einer brütenden Hitze sind die Autos da entlang geschlichen. Das war noch mal richtig hart. Aber jetzt fühlt sich das hier auf der Autobahn echt gut an, ein bisschen Luft abzukriegen und diese Berge hier vorne zu sehen. Ach, das wird gleich richtig gut. So, und wir sind endlich wirklich in den Bergen angekommen. Die erste kurvige Straße hier. Es fühlt sich erstmal echt komisch an, wieder Kurven zu fahren, eine kleinere Straße zu haben und hier auch so rechts und links die Berge zu sehen. Die gehen auch schon ganz schön hoch hier und ich hoffe, dass wir gleich irgendwie den ersten Pass hier rechts hochstechen und da oben dann vielleicht ein bisschen kühlere Luft ist und dann werden wir auch mal einen kleinen Stopp einlegen und erstmal was trinken und darauf anstoßen, dass wir in den Pyrenäen angekommen sind. Schaut euch das an. Ein Traum. Und wir fahren auch zu Beginn gleich so ein paar ganz kleine und bis jetzt erstaunlich gut asphaltierte, kurvige Straßen, die sich hier so durch diese Hügel schlängeln. In der Hoffnung, gleich mal ein bisschen hochzukommen. Das sieht hier schon mal ganz gut aus. Ein bisschen Höhenluft schnuppern zu können.
schaut euch das an, hier, wie geil das aussieht. Es geht hier richtig steil nach oben. Diese winzigste Straße entlang. Hier kommt einem auch irgendwie keiner entgegen, hoffentlich. Und hier geht es richtig steil runter. Herrlich. Boah, wahnsinnig. Guck doch mal hier runter. Mega schön. Und es geht weiter diese wunderbare kleine Straße hier entlang mit diesem atemberaubenden Blick hier auf die Pyrenäen. Oh, das ist einfach so schön, guckt euch das an. Und wir sind erst ganz am Anfang. Wir werden noch so viele heftige Bilder zu sehen bekommen. Ich bin echt gespannt. Sehr viele sehr freundliche Autofahrer hier, die einem direkt Platz machen. Und es geht echt noch höher. Ich dachte, wir sind an dem Punkt, wo wir gerade die Drohne fliegen lassen haben, dass hier da schon so relativ am höchsten Punkt sind, es wieder runter geht. Aber ihr seht es, wir sind jetzt über der Baumgrenze und es geht noch. Und es geht noch weiter hoch hier. Hier laufen die Rinder frei durch die Wiesen. Ah, herrlich. Ist das schön. Und hier laufen einfach Wildpferde rum. Wie krass ist das denn? Schaut euch das an. Was würden meine beiden Mädchen jetzt tun, um das zu sehen hier? Krass, krass, krass. Die lassen sich überhaupt gar nicht stören hier. Wie krass. Brutal einfach. Man, I can see the unrest while you're starting from.
Thomas fragte gerade, ob ich richtig bin. Wie kann man denn hier nicht richtig sein? Was für eine geile Ecke hier oben. Boah, hier sind wieder Schafe. Boah, das ist einfach nur krass. Und Pferde mittendrin wieder. Wie krass. Den ursprünglichen Plan, über San Sebastian zu fahren, hatten wir verworfen und sind etwas direkter über Saint-Jean-Pied-de-Port in Richtung Berge gefahren. Diese Entscheidung war genau die richtige, denn schon nach wenigen Kilometern ging es immer höher und höher hinauf und wir schlängelten uns an der französisch-spanischen Grenze entlang des Pyrenäen-Hauptkamms über eine traumhafte Straße und durch eine Landschaft, welche ich so noch nicht gesehen habe. Hier oben gibt es kleinste und trotzdem bestens asphaltierte Straßen und die Eindrücke, welche schon hier auf uns einprasselten, verschlagen einem wirklich die Sprache. Überall stehen hier Pferde rum. Also das ist wirklich krass. Das habe ich noch nie gesehen, dass einfach so Pferde irgendwo hier rumlaufen. Wie schön haben die es bitte, den ganzen Tag hier oben über diese Wiesen zu rennen und zu fressen. Ah. Und es geht noch weiter hoch. Ich bin schon wieder an dem Punkt jetzt, dass ich eigentlich hier an jedem Punkt wieder anhalten möchte, weil es wieder was Neues zu sehen gibt, obwohl man gerade irgendwie 10 Meter weiter gefahren ist. Aber es ist einfach so schön. Und es ist auch temperaturtechnisch mega schön. Wir haben 22 Grad, hier oben weht ein bisschen Wind. Es fühlt sich einfach herrlich an nach dieser Autobahntortur gestern. Und auch heute die ersten Kilometer, die ersten Stunden, bis wir hier waren. Das ist so ein krasser Kontrast jetzt. Und ich weiß, dass immer viele mir auch unter so Videos schreiben, warum tut man sich das an, das durch ganz Frankreich irgendwie Autobahn zu fahren. Da gibt es ja auch schöne Orte und das ist absolut wahr. Aber es ist halt einfach so, dass ich wieder bloß so diese 10 Tage ungefähr jetzt hier habe für diese Tour. Und ohne Scheiß, ich verbringe lieber 1-2 Tage mehr in so einer Gegend hier als in Frankreich. Auf irgendeiner, ja, so zwischendrin, wo es auch schön ist, aber das ist hier einfach nochmal eine andere Welt. Und genau deswegen fahren wir ja auch hierher. Und das sind gerade hier Bilder mit diesen Pferden. Ich bin ja so ein bisschen am Überlegen gewesen, ob es sich wirklich lohnt, diese weite Anfahrt hier in Kauf zu nehmen, um hierher zu fahren. Am Ende ist es ja auch nur ein hohes Gebirge, im Prinzip ja wie die Alpen. Aber allein das schon hier mit diesen Pferden und auch dieses, schon so wie das mit den Bergen hier aussieht, diese Graslandschaften, das habe ich so... Die Pferde noch gar nicht, aber auch so die Landschaften. So richtig in den Alpen habe ich das noch nicht gesehen. Und du kannst auch in Deutschland, findest du kaum so kleine
gut asphaltierte Straßen hier, wo du einfach mit dem Motorrad hochfahren darfst. Das ist meistens dann nur für Wanderer oder Fahrradfahrer vorbehalten. Das ist schon hier auf jeden Fall die erste Besonderheit, die mir hier auffällt, auf diesen ersten Kilometern, die wir jetzt hier in den Bergen unterwegs sind. Absolut genial. Alles voll mit Pferden, das ist der Wahnsinn. Zwischendrin ein paar Rinder, Schafe, jede Menge Raubvögel fliegen hier auch rum. Da oben sieht man wieder einige. Einfach nur krass. An dieser Stelle streifen wir zum ersten Mal die spanische Grenze. Rechts von uns erhebt sich der 1400 Meter hohe Urkulu. Er trennt die Täler des Flusses Irati im Süden und das Tal von Lanif im Norden. Am Fuße des Gipfels befindet sich der Grenzübergang Col de Nastogi. Auf diesem Gipfel befindet sich der Urkulu-Turm, ein alter römischer Trophäenturm, welcher hier am Rande der alten indigenen Straße wahrscheinlich 28 vor Christus errichtet wurde. Die alte Römerstraße von Bordeaux nach Astorgia verlief durch diesen Grenzübergang und führte über Dax nach Pamplona. Im Mittelalter war diese Straße Teil des Jakobsweges. Und in der Neuzeit erhielt sie den Spitznamen Napoleonsweg, weil sie von seinen Truppen benutzt wurde. Und es geht wieder runter den Berg. Das war wirklich jetzt ein richtiges, dickes, fettes Highlight schon direkt am Anfang. Und das Witzige ist, dass ich diesen kleinen Punkt hier oben vorhin einfach noch in die Route reingehakt habe. Der war nämlich eigentlich gar nicht drin, aber ich dachte mir vorhin, eigentlich hätte ich Bock mal hier so ein bisschen rechts in die Berge reinzufahren schon. Und habe mir da einfach einen Punkt reingesetzt, wo ich dachte, das sieht ganz gut aus. Und dann kommt man genau hier durch. Krasser Scheiß. So viel zur Routenplanung. Was sich aber hier so langsam einstellt, trotz dieser bildgewaltiger Momente hier, ist Hunger und auch vor allem ein bisschen Durst. Also wenn wir jetzt die erste Kneipe hier irgendwo antreffen, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen leicht auf dem Berg, das wäre irgendwie cool, dann werde ich, glaube ich, mal eine kleine Mittagspause einlegen. So, wir waren jetzt wieder unten im Tal. Da war auch wieder so eine kleine Ortschaft, aber es geht direkt jetzt wieder hier, ihr seht es auf dem Navi, zickzack nach oben. Ab und zu kommt dann hier so ein Auto entgegen. Es ist doch so ein kleines bisschen Verkehr gibt es hier, aber es hält sich in Grenzen. Und es sind erstaunlich wenig Motorräder, das finde ich krass. Die fahren mehr Autos rum als Motorräder. Leider gab es bis jetzt noch keinen Punkt, wo wir hätten hier eine kleine Rast machen können. Aber verdammt enge Kurven hier. Auch wenn es vorhin etwas bergab ging, befinden wir uns immer noch ganz in der Nähe der französisch-spanischen Grenze und somit dem Hauptkamm der Pyrenäen.
Es geht über Larrain und dann wieder bergauf zum Port de Larrain, einem 1573 Meter hohen Bergpass, welcher den Übergang zwischen der ehemaligen Provinz Seul im französischen Baskenland und dem spanischen Val de Salazar bietet. Damit verbindet er das Departement Pyrénées-Atlantiques, in welchem wir uns immer noch befinden, mit der Region Navarra in Spanien. Und hier sind ein paar Motorräder. Gerade wenn man es sagt, kommen welche entgegen. Aber es waren bis jetzt wirklich wenige. Und die Kehren sind wirklich verdammt eng. Das sieht vielleicht auf der Kamera gar nicht so aus, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich herausfordernd, dadurch die Straße noch so sehr, sehr klein ist. Und ich ja auch nur 1,69. Und die Versus ist da schon ganz schön viel Motorrad. Und da wir auch noch ganz am Anfang jetzt von der Tour hier sind und ich eigentlich erst die ersten richtigen Kurven jetzt mit der Versus hier fahre, ich muss mich erst mal wieder ein bisschen eingrooven, obwohl mir dieses Motorrad ja echt sehr vertraut ist. Es ist das Motorrad neben meiner Z900, mit welchem ich bis jetzt am meisten Kilometer gefahren bin. Das bewegt sich mittlerweile, glaube ich, so auf die 15.000 zu. Und es ist immer wieder ein Genuss, mit der Versus 1000 und vor allem mit der SE, mit dem elektronischen Fahrwerk hier, zu fahren. Und so langsam sind wir wieder aus der Baumgrenze raus hier und es hat wieder richtig weite, man hat wieder richtig weite Sicht hier. Ist immer der Moment, den ich wirklich liebe. Sind eine ca. 430 Kilometer lange Gebirgskette mit rund 200 Gipfeln über 3000 Meter. Der höchste Berg ist mit 3404 Metern der Pico Cianetto im Maladetta-Massiv. Sie trennen die Iberische Halbinsel im Süden vom übrigen Europa im Norden und spannen sich vom westlich gelegenen Golf von Biscaya im Atlantischen Ozean, von wo wir heute Morgen aus gestartet sind, und reichen bis zum Mittelmeer im Osten. Und hier sind schon wieder Pferde. Ach, das ist einfach herrlich. Sogar Fohlen mittendrin. Ich habe unsere Route so geplant, dass wir an verschiedenen Punkten die französisch-spanische Grenze und somit den Gebirgskamm überfahren. Außerdem werden wir im weiteren Verlauf der Tour auch noch das Fürstentum Andorra durchqueren, in welchem sich auch der höchste Gebirgspass der Pyrenäen befindet.
Und hier sind wir auch schon am Ende des ersten Teils unserer Pyrenäenreise angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir Lust auf mehr machen, denn dies war erst der Anfang. Es liegen noch viele hunderte kurvige Kilometer vor uns. Beeindruckende Bilder und Szenerien, Pässe, welche du so noch nicht gesehen haben wirst. Im nächsten Teil begeben wir uns das erste Mal auf die spanische Seite der Pyrenäen. Wir suchen nach Tankstellen, lernen mal wieder, dass man in Frankreich nicht zu spät kommen sollte und tauchen tief in die Zentralpyrenäen ein. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich über einen Kommentar und ein Abo von dir. Wir sehen uns im nächsten Video.